Wie hast du das denn geschafft? Wie stehe ich denn dann? Eher nicht gut. Ey, perfekt. Na, das schick. Papa! Ich bin ja schon ruhig. Oha. Ja. Oh, ich habe 8 Minuten Verspätung. Deutsche Bahn, bist du's? Oh! Zurücklage. So war die Stimmung deiner Fahrgäste, als du weg warst. Auch fahren die hier mal? Unglaublich. Busfahrer, weil ich so ein guter Busfahrer bin? Ja. Genau. Genau. Wusste ich doch, dass ich ein guter Busfahrer bin. Ja. Genau. Du hast mich durchschaut. Ja, natürlich. Das ist ja auch nicht schwer, ne? Nee. Kann ja jeder. Was ist ihr für ein Massenauflauf? Die Räder vom Bus drehen sich rundherum, rundherum. Wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Ich glaube, jemand hat etwas verloren. Einzig, ich brauche eine Fahrkarte. Standard. Da hat irgendjemand was verloren. Ja, das ist hinterherrennt. Nö, Emma. Welcher? Hä? Achso, da, das Handy. Nö, das will ich nicht hergeben. Woran erkenne ich, welcher das ist? Das ist ein Pfeil über dem Kopf. Ah, da hinten, okay. Ich dachte, du wärst eine Busfahrerin. Kommt einiges, was du noch nicht von mir weißt, Papa. Oh Mensch, was stehen die denn da? So, was wollen sie? Ein Ticket, ja? Okay. Soll ich denn wieder zu dem 4 rausgeben? Okay, keine Antwort, das ist auch eine Antwort. Hä, hey, was, was? Ich war beschäftigt. Ich hab gefragt, ob ich wieder zu viel Geld rausgeben soll. Du, das ist deine Firma. Unsere. Ja, keine Ahnung. Oh, hoppla. Wir sind wieder etwas über $800 ärmer. Oh, schön. Oh, und nochmal 966. Oh nein! Oh je, Ryan ist beim Fahren eingeschlafen. Nein, ich bin ja nicht müde. Nee, ich war gerade nur am Träumen. Wir wollten nicht wissen von was. Oh, Mist. Oh. Ich hab vergessen fürs Abendessen. Ich weiß sogar nicht, wie ich nackt aussehe. Dann gibt's eben besser. Hast du das sicher? Das macht mir Angst. Das macht mir Sorgen. Oh Gott, das war ein Schlagloch. Ach so, okay. Doch nichts passiert, ich würde gerade sagen. Oder ist wieder Winter der Leidenschaft, ein Plakat. Ja, geil. Die Kramste aber ganz schön bunt. Der Winter ist aber meistens nicht bunt. Schön. Hey, was heißt denn hier bitte ihr? Ich fahr voll ordentlich. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing am Arbeitsplatz. Wortwörtlich.
Hier, ich hab 23k gemacht. 23. Dann will es einer macht Geld. Und das Level up. Nein, er ist schon wieder dran. Na, wie, macht einer Geld. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, natürlich. Danke. Bitte. Fahrkarte, bitte. Die klingen aber alt. Ist die schon 300? Danke. Oh, schön, schön. Ich wäre ja hier für spontane sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Oh, rote Ampel. Egal. Gesundheit, Tipsy. Danke. Was Tipsy? Okay. Nein, das war Tipsy. Ich heiße nicht Tipsy. Ach so. Das war Tipsy. Ach so. Betriebsrat wird es eh nicht geben, nö. Das Wetter ist einfach wundervoll. So, bevor Ryan wieder mit mir meckert, dass ich nicht die Fahrkarten kontrolliere. Ja, kontrollier mal. Was? Ha, alle gültige Fahrtickets. Aha. Aha. Nein, ich hab die Tür geöffnet. Betriebe, what? Ja, etwas ganz Seltsames. Oh. Ah, schön, schön. Sonntag wird toll. Ich weiß auf jeden Fall. Nein, Alter! Wer hat denn die Ampel dahingestellt? Noch weiter ausholen kann ich nicht. Oh, ah nee, doch, war richtig. Ich habe maximal Triebe. Ah, Iron. Nein, mein Energy Bier ist leer. So geht's mir meist mit meinem Truck. Oh je. Ja, mir aber auch. Iron, das weißt du, ja? Das weißt du. Ich habe Angst vor Sonntag. Wieso? Weil du da eventuell einen anderen Simulator spielst. Ja. Und was ist mit dem? Ja, da habe ich ein bisschen Angst. Aber warum? Der wird ganz herzlich sein. Ich sehe, wie du Bus fährst. Oh nein, ich muss eine Rampe ausfahren. Oh Gott. So ein langes Ding habe ich gar nicht. Oh. Eine Fahrkarte. Ja, kauf dir deine Fahrkarte selber. Einfach hier eingeben. Weißt du, wie man die Rampe ausfährt? Okay. Eine Fahrkarte. Ja. Man hat sich vorhin im Test schon mal dreimal. Danke. Ganz stolz. Dreimal. Ja, dreimal hatte ich. Ach so, hier. Was? Ach so, hier. Das wäre jetzt so gewesen, wenn er nicht mehr eine Fahrkarte hätte. Ja. Oh Mann. Das wär's gewesen. Ah nein, die Rampe ist ja noch. Was denn? Ich bin irgendwann auch mal da. Ja, ja.
Du hast den Spaß deines Lebens, kann das sein? Natürlich, mit dir immer. Oh. Ja. Ja. Eine begiftete Katze. Körperlich beeinträchtigter Passagier innen braucht eine Rampe. Bis dann. Na? Was? Ach so. Hier. Wo hey, sexy ah, Lady. Hier, ha. Hey, sexy Lady. Hu. Ha. Oh, das hat sie gemeint. Ob ich gestört bin, habt ihr gefragt? Nein. Nee, hat niemand gefragt. Ja, schade, das war wissen, nur. Das wissen wir schon alle. Das waren dann wohl nur meine Stimmen. Ja. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Nein. Ach, schön. Das sind die Stimmen aus dem Jenseits, meine Lieben. Kennt nur einer von früher die Serie Ghost Whisperer? Stimmen aus dem Jenseits? So? Ja, erinnert mich das gerade. Ja, Blitzerfoto! Einzige Person, die ich kenne, die sich darüber freut. Und sie hat gestern einen Fisch und fast ihre Haltestelle verpasst. ja, kenne ich das doch. Echt, die gibt's noch. Ja gut, ich gucke keinen Fernsehen mehr, aber ich fand die Serie früher so cool. Oh nein, ich habe schon zu viel Geld rausgegeben. Ja, ich habe 13, nee, wie viel waren es? 13, 23, keine Ahnung. 12 habe ich. Nein, ich weiß, wie viel ich reingeholt habe. Du kannst ein bisschen was ausgeben. Ich glaube. Also ich glaube, das, was du reingeholt hast, habe ich schon doppelt und dreifach ausgegeben. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich glaube schon. Oh, da wäre aber beinahe schief gegangen. Das wird aber ein tolles Foto. Ja, bin ich gewohnt. Fotos von mir sind immer teuer. Wollen wir was? Will ich wissen, was genau für Fotos du da manchmal von dir machst? Oder machen willst? Mit sexy, sexy Nachtkatzen. Schön im Schlamm. Und kriecht man da so durch. Darf ich die Bilder sehen? Nee, die werden unter Verschluss gehalten. Only Friends. Ja, das auch, Mappa, das auch. Na, glaube ich nicht, nur das weiß ich. Das verstehe ich gar nicht. Alter, fahr doch mal! Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad noch schneller wäre. Geh doch! Alter, wehe! Oh. Das waren 3000. Denkst du echt, du hast Geld reingeholt? Ja, hab ich. Oh je, sie hat die Hupe gefunden. Ich hab die schon länger gefunden. Ich hab sie nur jetzt erst ausgepackt. Haha! Jetzt sind erst die Hupen dran. Ich wollte gerade sagen, du solltest im Studio auch nicht auspacken. Oh, ich bin an der falschen Leistungsstelle. Dann bist du ganz schnell weg. Aber wieso? Meine normalen Hupen? Warum nicht? Die Fahrradhupe! Ja, ja. Ja, wer hat jetzt nicht an Fahrradhupen gedacht? Oder an die von Lissi und der Werde Kaiser?
Die Hupen! Tröt, tröt, tröt! Diese Dinger da. Oh. Das ist ja nochmal 500 Cent. Natürlich. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Oh ja, cool, gute Idee. Idee. Das ist schon das Auto. Ach, ich muss ja mal schauen. Da stand ein Auto. Ich weiß. Ja, das, da bist du auch sehr nah dran, ne? Du musst es nachgucken, ob der Lack noch stimmt, ne? Ja. Ich merk's. Das Gucken hat mich 552 Euro gekostet. Ah, oh, schön. Ach, wir sind sogar schön in Deutschland. Also Oakwood ist eigentlich nicht in Deutschland. Ja, du siehst doch, wie schlecht die Straßen aussehen. Natürlich sind wir in Deutschland. Ja. Deswegen sind die nur Sonntagsfahrer unterwegs. Ja. Die haben sich das alle abgeguckt von dir. Oh Gott, wie fährst du? Von unserer Firma. Den dreien Sampfoten. Wie fährst du? Ich? Ich war super. Wieso? Manchmal hab ich Angst. Ach du. Weiß ich auch nicht. Ja. Ich wollte, nee, ich sag das nicht, was ich gerade sagen wollte. Ey, ich wollte dazu machen. Nee, das sage ich nicht. Das geht nicht. Das ist zu viel für den Stream. Komm so. Nee, das ist zu viel. Du kommst zur Party mal. Ich kann es ja auch schreiben. Na klar. Ah! Endstation, endlich! Was denn? Nee, ich hab sie geschrieben. Okay. Handy am Steuer, weiß ja jeder, ist erlaubt? Ja, na klar. Ich hab's aber bei Discord geschrieben. Oh. Ja, das wird ja aber jetzt schwierig. Ja, warte mal. Ja. So. Hier ist ja eine Parklücke, ne? Ah, der ist gut. Ja, der ist gut, den hätte ich auch nicht sagen können. Da! Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Oh Gott, 5000 Folgen von Winter der Leidenschaft. Geil. Auch wenn so viele von Dr. Who gehen würde, mir alle angucken. Alle. So, ich kann ja eben nicht weiterfahren. Na klar. Ich habe Ihnen meine wieder Ärger. Voll 5000. Hier. Folgen in Sie 15 haben meine Staffeln. Fahrkarte schon gesehen. Tja. Ich hätte nur eine Staffel. Ich kann nicht rechnen. Kann jemand rechnen? Nee. Mathe, was ist das? Ja, ganz genau. Oh Gott. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Eingestiegen? Blöd oder so? Oh, warum blinke ich denn? Ich muss ja gerade auf. Das ist der kaputte Motor. So, ich bin auch mal da. Weiß nicht, wie viel Minus ich diesmal gemacht habe. Hey, sexy Lady! Vielleicht machst du sogar noch ein bisschen Plus. Glaubst du das wirklich? Ich hoffe es irgendwie. Juhu, 18.000 Minus. Ryan?
Feuer. Ryan? Was hast du denn? Ich hab vergessen, dass du einen Menschen mitgenommen hattest. Ja. Einen sexy Menschen. Huch. Den Geist. Den Heiligen. Oh! Okay. No. Okay, ja gut, Erdogaspus können wir noch nicht. Wir sind immer noch nicht Level 9, wenn du einfach mal 20k Minus machst. Okay, also jetzt habe ich den Ryan macht uns fruchtbar und du hast den Kitty seinen Weg. Okay. Und diesmal bring etwas zu mir, geht da raus. Was? Ja, du sollst etwas mehr Geld mit nach Hause nehmen. Hä? Warum bringst du mit nach Hause? Du machst doch Minus. Ja, aber das reicht ja nicht, um meinen Minus auszugleichen. Ja, wenn du kein Minus machen würdest, dann würde es reichen. Aber ich mach doch so gern Minus. Ja, ich merk's. Ich find's schön. Minus zu machen? Ja. Oh, okay. Minus machen ist toll. Ich bin wieder da. Ich bin wieder zurückgekommen. Irgendjemand muss sie ja retten. Sonst wird das nichts mehr. Mein Heimweg war aber teuer. Ich hoffe, man muss nicht zahlen. Doch. Sehr, sehr viel Eis. Und du bist nur 0,4 Kilometer von mir weg. Oh nein, schnell weg hier. Fahrt! Doch, er bleibt einfach davor stehen. Junge. Und Mist, ich hab den falschen Plus ausgewählt. Mist, das kann nichts werden. Da mache ich aber Plus heute. Schön. Wirklich schön. Weiß ich nicht, ob das so schön ist. So, diesmal bemühe ich mich aber wirklich Plus zu machen. Okay. Diesmal wird's. Diesmal werden wir das Kind schaukeln. Und voll in 3, 2, 1. Welches Kind? Das sagt man doch so. Wir werden das Kind schon schaukeln. Oh, I. Geh noch kuscheln, dann hält mir das Eis. Du gehörst doch mit dazu. Ja, aber Eis ist lecker. Okay, dann Hälfte Eis, aber Spaghetti-Eis bitte. Und Hälfte Kuscheleinheit. Vielleicht reicht aber auch ein Stofftier. Ein Katzenstofftier. In groß. Und Eis. Oh, wir sind nur 0,2 Kilometer auseinander. Ich sehe deinen Bus da hinten. Ryan! Tschüss! Wie sie echt kein Schuss sagt. Ich muss los. Oh. Ey, bisher habe ich keinen Unfall gebaut. Ich habe bisher keinen Unfall gebaut. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich schon. Aha. Ich brauche eine Fahrkarte. Ey, ich sag 87k grad. Die haben einen Menschen überfahren hat. Ja, der ist mir aber in mich reingerannt. Da kann ich nichts für. Danke. Eine Fahrkarte. Ja, das hat man gesehen. Vor mir war ja keiner. Naja. Man hat es im Video. Man kann es im Video nachgucken. Naja, jetzt kommen die Ausreden. Nein, man kann es im Video hier nachgucken. Aber diesmal mache ich nicht einen Unfall. Dann nimmst du dir aber ganz schön was vor. Ja. Diesmal wird's. Zumindest keiner, wo ich zahlen muss. Ich schlag euch jetzt nicht.
Nee, die 10 auch nicht. Gut. Wie scheiße. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel, echt? Wow. Das ist ganz schön tiefgründig. Okay. Tiefgründig. Ja. Und immer schön kontrollieren, ne? So mindestens alle 2-3 Haltestellen. Okay. Hier ist die Fahrkarte. Und Augenblick. Hier ist die Fahrkarte. Und ich vertraue meinen Leuten. So, ich wechsle aufs Handy und lege mich schon mal ins Bett. Mach das! Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Dann lässt er mich einfach allein. Was? Ich bin doch auch noch da. Ja. Aber dann lässt er mich einfach allein. Aber ich bin doch auch noch da. Ja. Lauf, kleiner Wolf. Ey, komm, so schlimm bin ich nun auch wieder nicht. Hä? Nee, hab ich auch nicht behauptet, oder? Na. Ich meine damit ja aber auch mein Fast. Ich sag aber auch mein Fast. Also mein Fast, die ist super. Für alle, die so ein bisschen auf Abenteuer und so stehen. Oh, ich hab vergessen zu blinken. Ja. Naja. Naja, solange es kein Unfall war. Nö. Ein beinahe Unfall. Ja, das zählt nicht. Das ist gut. Bisher nicht ein einziger, ne? Also die Schlagschwäche. Schränkst du dich gerade wirklich an? Ja. Oh, was ist da los? Ja, ich möchte bei mir einen Pfad haben, wo ich kein Minus mache. Außerdem erwartet das keiner von mir, dass ich mir Mühe gebe. Das stimmt. Du bist halt ein Bussimulator, ne? Ich bin ein Bussimulator? Oh mein Gott! Nein, es ist oh Gott, die denkt sich mir so, nee, da geh ich doch nicht rein. Weißt du, geht das ganz zielstrebig auf den Bus zu hier vorne und dann. Ah, oh, nee, ich geh doch nicht. Danke. Ich könnte hier Geld kriegen. Sie versperren die Tür. Ey, Pissnecke, verpiss dich da. Rein hier. Ich könnte Geld kriegen? Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Nee. Klar. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte. Oh, hat nicht. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Also bei mir hat keiner. Ist keiner Schwarzfahrer. Bei mir gibt's keinen Schwarzfahrer. Nächster Halt zum Heuschober. Gehalt wird außerdem überbewertet. Steht von Luft und Liebe, ne? Vor allem von Liebe. No. Und so ein bisschen von Luft. Wo ist die Liebe? Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Hier, in meinem Bus. 1,4 Kilometer von dir entfernt. Okay. Okay. Hey, sexy lady! Hu! Ha! Okay. Geht's dir gut? Ha! Wusste ich doch, dass er weiterfährt, wenn ich hupe. Lauf, Brian, das ist eine Falle. Ich glaub auch. Der fährt nur, wenn ich hupe. An. Dauerhupe. Ah, jetzt ist er weg. Sehr gut. Nicht ein Unfall bisher? Die LKWs in dem Spiel sind sehr anstrengend. Nicht ein Unfall bisher? Ja, ich bin stolz auf dich. Oh Gott, sie ist stolz auf mich. Das ist jetzt passiert. Oh Gott. Das war knapp. Du darfst mich nicht loben, bis ich am Ziel bin. Hab ich aber gerade. Ja, meist passiert dann irgendwas unvorhergesehen. Ja, ich höre einfach nicht zu, was ich sage. Das ist auch eine Möglichkeit. Oh, Zum Heuschober. Zum Heuschober. Oh Gott, ihr Ferkel. Das ist alles versaute. Bambusliebhaber. Oh, so ein schöner Tag. Es ist viel zu heiß draußen. Alles versaute Bambusliebhaber. Hier
Hier ist die Fahrt. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gegeben. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon klar. Ich habe Ihnen. Bei mir gibt es keine Schwarzfahrer. Die brauche ich nicht mehr kontrollieren. Ich hatte bisher nicht einen einzigen. Bei mir sind sie alle nett. Wie? Ja, nee. Ein Passagier muss aufsteigen. Ja, hätte er ja machen können. Nee, der lässt ja auch keiner raus. Nicht? Nee, du lässt mich ja nicht mitfahren. Was? Ich darf, was? Halt, ich darf halt bei dir in den Bus nicht rein. Danke, dass Sie so glücklich sind. Sagt, das ist dein Bus. Ja, aber du fährst ja einfach weiter oder fährst mir halt über den Haufen. Was lustig ist. Puh. Es ist auch lustig, wenn du die Tür die ganze Zeit bumsen lässt. Och nein, mein Akku ist schon wieder leer. Ganz genau. Alter, geht's noch ins größer? Kino zu gehen? In welchem Film? Ich oh den ja. Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen kommt ist. Kommt der mit 20 um die Ecke für ein 2-Euro-Ticket, ey. Oh, ein Mensch. Nein, ich bin falsch gefahren. Oh mein Gott. Da hat jemand einen Geist gesehen. Okay, dann muss ich jetzt einmal hier rumfahren. Bin aus Versehen falsch gefahren. Oh Gott! Oh nein! Du hättest mir nicht loben dürfen. Du hättest mir nicht loben dürfen. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Wieso? Die Verbesser- die, du hast gesagt, ich soll dich nicht loben. Jetzt entscheide doch mal. Diesmal wird es kein Minusbetrag. Unfallfrei geht nicht mehr, aber es wird diesmal kein Minusbetrag. Oh, zwei Schwarzfahrer in einem Bus. Junge, was ist hier los? Ha! Bei mir sind nicht einer. Nicht einer! Das ist alles zu mir geschickt. Ja, du kontrollierst halt so gerne. Nein! Eigentlich nicht. Ryan macht mich fruchtbar. Ryan macht mich fruchtbar. Ich mach Ryan fruchtbar. Ja, so eine Strecke brauchst du auch noch. Wir haben ein gebärfreudiges Becken. Nein, nein. Wir haben ein gebärfreudiges Becken. Diesen Song gibt's nicht. Ryan macht mich furchtbar. Ryan macht mich furchtbar. Ich mach was? Ryan furchtbar. Ich mach Ryan furchtbar. Hast du gerade sich gesagt? Kann den Tanz nicht auf mich selbst anwenden? Doch. Nein. Indem du bei Final Fantasy niemanden anvisierst. Dann, nein. Mach, dann wendest du ihn auf dich selbst an. Nein. Doch. Das geht nicht. Nein. Ich hab's ausprobiert. Eine Fahrkarte bitte. Das ist verstörend, als ihr denkt. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Danke. Oh, ich hab's. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid. Wir haben ein gebärfreudiges Becken. Wir haben ein gebärfreudiges Becken. Gebärfreudige Becken sind cool. Oh! Ich bin überhaupt nicht pünktlich. Na doch. 9-9.
Moin! So viele Leute einfach so durch. Hab grad eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Nein, ist der schlecht! Ist der schlecht! Was? Was ist? Kann ich. Was? Nicht sterben, bitte. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ach so, der, ja. Ananas. Ja. Den kenne ich euch wohl auch. Gott, ist der gut und schlecht zugleich. Okay, der war mega. Ja, ne, Aaron, der hätte echt locker von dir kommen können. Ananas. Ich dachte, du warst jetzt so gefeiert. Ja, ich bin falsch gefahren. Aha. Ach so, wegen dem Witz? Ja. Der ist richtig gut, den muss ich mir merken. Ja. Oh nein. Wie soll ich denn hier wenden? Ach so, das sind Kreise. Okay, ja klar, dann kann ich hier wenden. Wenn Hybrid sich den merken will, dann ist ernst. Hab den gerade beim Kerz, sieht seine Reaktion. Oh Mann. Geil. Ananas. Wie kann etwas so gut sein? Hast du gerade ein Bild von mir gesehen? Ananas. Wer hat Hallos, Hybrid? Ja. Ach Gott. Wiedersehen. Eine Fahrkarte, bitte. Mir ist heute nicht nach Arbeiten. Sie sind viel zu alt zum Arbeiten. Naja. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Nein! 20 Cent zu viel. Geht das wieder los? Mhm. Ananas! Nächster Halt. Wasseraufbereitungsanlage. Geist? Geist? Nein. Das war dein Gesicht. Oh Gott. Die muss aber dann hässlich aussehen. Oder sie in. Also. Wasseraufbereitungsanlage. Ja, klar. Oh, das ist ein Marienkäfer auf meinem Knie. No, du Sau! Das hat der Typ gerade gesagt. Ja, ja. Ist so. Du versautes Marienkäferchen, du. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Mama! Gott kann dir da auch nicht mehr helfen. Vielleicht meine Mama aber. Nee. Seid ihr da? Nichts für sich. Nächster Halt, Boskorb, Lagerhalle. Ach ja. Schön. Time to. Und ist schon auf dem Rückweg? Gleich. Hast du die letzte Folge von Winter? Und du? Schafft
Ich bin schon fast zu Hause. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans so... Wie ballerst du bitte? Ich fahr ganz normal. Wie ballerst du bitte? Nein, oh Gott, ich hab die Tür geöffnet. Alter, ja genau, sowas passiert mir zum Beispiel nicht. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf deinem Knie. Aua, das war... Oh, du kleines, versautes Marienkäferchen, du. Da war eine Laterne. Oh ja, das hat sich der Marienkäfer auch gedacht. Du dicke Laterne, du. Alter! Oh nein. Mappa, Alter. Danke, dass Sie so pünktlich sind. 100 Pro bin ich diesmal nicht im Minus. Du hast noch die ganze Rückfahrt. Vergiss das nicht. Oh, ich muss ja jetzt nochmal rumfahren. Wer hat sie denn die Strecke ausgedacht? Ja. Weiß ich nicht. Aber ich wurde auch schon gefragt. Und welche Antwort hast du bekommen? Ich habe gar keine Antwort bekommen. Oh, okay. Ja, das ist eine gute Antwort. Ja. Das hat die Person richtig gemacht, wer auch immer das war. Also zu deiner Frage, ich bin jetzt auf dem Rückweg und du? Ja, wie gesagt, ich bin fast durch. Glaubst du? Nee, weiß ich. Nein, glaubst du? Nee, weiß ich. Nein, glaubst du? Ich hab noch 3 Haltestellen oder so. Du Kack-LKW, du. Ey. Bus. Ich hab meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Nein, echt? Du hast ihn überredet bekommen? Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ja, das ist geil. Hey, das freut mich für dich. Schön, dass ihr das jetzt zusammen gucken könnt. Nice, oder? Freust du dich jetzt so? Hey, hast du Lust, ins Kino zu gehen? Oh, nee, ich hab keinen Bock. Nein, ich bin vergeben. Tut mir leid, ich will nicht mit fremden Leuten ins Kino gehen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das mitspielen will. Doch, willst du. Oh, das willst du. Oh, statt auf Gas habe ich auf Bremsen gezogen. Ja, cool. Ah, schön. Ich liebe dieses Spiel. Gibt's jetzt jede Woche einmal, ne? Mindestens. Ich denke schon, ja. Ich glaube, ich fahre jetzt öfter. Alter, ich brauche nur noch so einen Hut. Ich brauche so eine Fahrercappy. Ich sehe es schon, irgendwann sitzt du da einfach mit Lenker. Ohne Witz, einmal das zum anderen. Mach mir dann so ein Schildchen hier dran. Das pinne ich mir dann hier dran, also als Fahrer. Ne? Na klar. Und dann fahre ich so die ganze Zeit so. Und dann höre ich dieses eine Schlagerlied: Im Wagen vor mir fährt ein hübsches Mädchen. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich glaube, dann lassen wir dich aber alle einstimmig einweisen. Ich weiß gar nicht warum. Das Tor zur Hölle ist aufgestoßen. Und dann lieber die Helsing-Version. Nein, die Originale. Nur Original ist legal. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt, aber Christina ist amputiert. Nee, das ist die erste gestreift, das ist das Spiel. Ach ja, ich hab weiß. Hab ich das bei dir auch schon mal gesagt? Was? Ich bin perfekt? Ich bin Perfektion. Achso. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Zuckerfabrik. Ach ja, die Zuckerfabrik. Im Wagen vor mir fährt ein Judaspriester. Oh, der ist auch gut. Vergiss nicht, deine Fahrkarten zu kontrollieren. Ja, man sagt das so, bevor ich losfahre. Klar. Wo kannst auch mit drin machen. Hier. Musst du öfter mal stehen bleiben. Bitte. Das Müll.
Außerdem hat bei mir sowieso keiner irgendwas. Die haben alle ihre Fahrkarten. Oh, wer hat die Tür schon wieder aufgemacht? Ihr blöden Wichser. Wer pennt hier? So kann ich nicht arbeiten.